Volksfeststimmung im Versestadion der Heimat von Rot-Weiß Aalen, dem ehemaligen Zweitligisten, der mittlerweile in der fünftklassigen Oberliga Westfalen antritt. Die Aalener befinden sich aktuell im Insolvenzverfahren und somit ist der ehemalige Club von Peter Neururer auf jeden Cent angewiesen. Der VfL gastiert am Mittwochabend an der Verse zum Benefizspiel. Sämtliche Einnahmen aus den knapp 1500 Karten, die verkauft wurden, kommen den Rot-Weißen zugute. Außerdem eine gute Möglichkeit für unseren Cheftrainer, einen Gastspieler mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Rohan Kwan, ein gerade mal 17 Jahre junges Sturmtalent aus Südkorea, hier in der Bildmitte stürmte in Durchgang 1 an der Seite von Mario Jelavic. Neururer wurde begeistert empfangen im beschaulichen Aalen, schüttelte unfassbar viele Hände und bekam noch ein kleines Andenken in Form eines T-Shirts überreicht. Dann rollte auch endlich das Leder. Der VfL natürlich in Blau-Weiß von links nach rechts gegen forsche Gastgeber, die sich zu Beginn wirklich teuer verkauften. Einer von zahlreichen Abspielfehlern auf dem nassen und seifigen Geläuf. Der Konter des Fünftligisten Temelhoop hat da aufgepasst und schaltet sich direkt ganz vorne ein. Der Schussversuch aber wird geblockt, keine Gefahr für das Tor von Andreas Lute, zumindest aber ein erster Weckruf an diesem Mittwochabend. Nach vorne ging in Halbzeit 1 nicht allzu viel, die Präzision fehlte, Torabschlüsse blieben Mangelware. Hier haben wir mal einen nach 13 gespielten Minuten von Mario Jelavic mit viel Platz und Zeit. Aber Keeper Philipp Hinkerohr lenkt den Ball um den Pfosten und verhindert die Bochumer Führung. Ganz ähnlich lief es dann in der 26. Minute. Eine Kombination über Danny Latzer, Christian Tiffert, dann wieder Latzer. Mit ein bisschen Glück landet der Ball bei Jelavic. Wieder nichts, auch weil Hinkerohr mal wieder auf dem Posten war. Es ging also torlos in die Kabinen. Eine durchwachsene erste Hälfte, auch für Rohan Kwan, der zwar gute Ansätze zeigte, sich aber nicht entscheidend in Szene setzen konnte. Da wird er selbst ein bisschen unzufrieden sein. Bis auf Adnan Zahirovic gab es das volle Wechselprogramm zur Halbzeit. 10 neue Akteure auf dem Platz und plötzlich besserte sich das Niveau. Patrick Fabian, aufmerksam, leitet den Gegenangriff ein. Ken Ilsö sieht Onur Bulut auf dem rechten Flügel. Eine genaue Flanke auf den Kopf von Mirkan Aydin. Der Ball am Innenpfosten und wohl schon hinter der Linie nach einer knappen Stunde. Also das 1:0 durch unsere Nummer 22. So guter Pasu, den Schritt zu spät. Macht aber nichts, der zweite Treffer des Tages ging nämlich auf das Konto von Ricci. Florian Jungwirth mit Übersicht auf Felix Bastians, der setzt Ilsö ein. Eine genaue Hereingabe, gute Bewegung der beiden Stürmer, die da kreuzen und Ricci, so guter Paso mit dem 2:0, nur 4 Minuten nach dem Tor von seinem Stürmerkollegen. Die Schlussphase. Wie gesagt, der Ball lief ein bisschen besser. Der VfL hatte durchaus die Möglichkeiten, das Ergebnis noch zu erhöhen. Florian Jungwirth im Zusammenspiel mit Ken Ilsö. Das hätte es sein können, das 3:0. War es aber nicht. 10 Minuten noch auf der Uhr. Wir springen in die 86. Aalen leistete weiter Widerstand, aber der VfL drückte auf das nächste Tor. Aydin auf Sukuta Pasu. Der Ball dann wieder bei Aydin. Jungwirth mit einer Körpertäuschung und mit dem Schuss, aber kein allzu großes Problem für den Schlussmann des Oberligisten. Es blieb am Ende beim 2-Tore-Vorsprung. Ein Oberligist, der sich achtsam aus der Affäre gezogen hat, ein VfL, der seine Pflichtaufgabe erledigt hat. Rot-Weiß Aalen, VfL Bochum 0:2. Weiter geht es am Samstag. Da steht das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Das Ganze unter dem Motto, eine Region steht auf Anstoß. 14 Uhr im Revier-Power-Stadion.